Ach, endlich Urlaub in Deutschland. Stefan, was dürfen wir eigentlich hier machen? Das sagen wir euch nach unserem Intro. Urlaub 2021 in Deutschland. Ja, was darf, kann ich überhaupt machen? Das ist eine Frage, die einen wirklich beschäftigt in diesen Tagen, Wochen. Ja, und dafür gibt es wunderbare Apps. Ja, denn ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es total kompliziert zu wissen, wo darf ich eigentlich was machen und was darf ich eigentlich nicht machen. Und es ist doch nicht mehr durchsichtig, oder? Überhaupt nicht, weil es ist ja nicht nur, dass es nicht Bundesebene ist, Landesebene. Nein, wir sind wieder in der Kommunalebene angekommen. Ja, cool. Und da ist das für jeden unterschiedlich. Aber dank einer wunderbaren Betreiberin eines Stellplatzes haben wir eine super App dafür. Endlich, und wir wissen endlich. Ja, und die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten und auch vorstellen, damit ihr es vielleicht auch etwas einfacher habt. Und sie stellt einfach die richtige Frage: Darf ich das? Denn so heißt auch die App. Genau. Und die wird Stefan jetzt einfach mal starten. Du müsstest aber vorher eine Aufzeichnung beginnen, sonst funktioniert das nicht. Genau. So. Es hat auch einen Vorteil, wir wollen nämlich zufälligerweise heute essen gehen. Und Genau, jetzt ist die das gucken wir uns Frage, jetzt mal geht zusammen das? an. Ich gehe mal in die App, darf ich das? So. Und in der App darf ich das, kann ich jetzt auswählen mit dem Pluszeichen oben rechts den Ort, wo ich eigentlich hin will. Und zwar ist das in dem Fall Braunschweig. Genau, wir wollen nämlich essen gehen in Braunschweig und jetzt müssen wir Genau. gucken, geht das überhaupt? Ja, in Braunschweig habe ich eine Inzidenz, das steht nämlich ganz rechts gleich, von 8,0. Das ist Ja. ganz gut sofort zu sehen. Aber ich weiß ja leider nicht, was das bedeutet. Genau, da gehe ich einfach mal drauf und gehe mal rein. So. Jetzt kann man sehen, bei der Stufe 0 Inzidenz unter 10, wo wir uns ja aktuell befinden. Da darf ich mich treffen mit Personen, bla bla, und hast du nicht gesehen. Also es steht alles gut beschrieben und alles wirklich sehr, sehr gut gemacht. Was kann ich machen? Touristische Sachen zum Beispiel, Schiffsreisen, Busreisen, mit Seilbahn fahren. Was brauche ich da vor allen Dingen für? In dem Fall hier ist jetzt eine Maskenpflicht, zum Beispiel für das Busfahren oder touristische Reise, also touristische Schifffahrten und so weiter. Um das nicht in die Tiefe zu gehen, weil die App ist wirklich Genau. selbsterklärend. Es ist wirklich alles das beschrieben, was auf die Internetseiten erstmal wirklich gegoogelt werden muss, was wo was erlaubt ist. Das findet ihr dorthin. Einmal für die Inzidenz immer unter 10, dann zwischen 10 Genau. und 35, dass Das ist wir dann die verstehen. nächste Stufe und so weiter. Das kann Weil man echt gut ablesen. es war für uns irritierend. Wir waren am Bodensee. Und da war dann die Sache, dass eigentlich in ganz Baden-Württemberg seit diesem Tag X alles ohne Testpflicht notwendig Genau, ist. auch Wohnmobilistenplätze und wie heißt das, Campingplätze, so heißt das natürlich, die waren alle ohne Test, aber irgendwie manche haben dann das trotzdem noch auf der Internetseite drauf gehabt, Und es ja. war völlig irritierend und da hat uns wirklich die nette Betreiberin des Platzes, wo wir waren am Bodensee, erklärt und also die ist wirklich Gold wert. Leider nur in Deutschland gültig, also nicht in Österreich, nicht in Nein, aber in Wien. Deutschland hilft es uns auch schon viel mehr, weil meistens im Ausland ist das Es ist einfacher. genau. Das ist nämlich das Problem und von daher ist es in Deutschland sehr, sehr wertvoll. Also wir können euch die auf jeden Fall ans Herz Also legen. diese App bekommt von uns 5 Sterne und wieder nochmal einen herzlichen Dank an die Betreiberin am Bodensee, dass sie Genau. uns diese App vorgeschlagen hat. Aber das ist nicht die einzigste App, die ihr nutzen solltet, könnt. Nein. Das haben wir ja in Schleswig-Holstein gehabt. Genau. Super Sache. Und zwar ist das nämlich die Luca-App. So. Auch in die Luca-App würde ich einmal reingehen. So. Hier haben wir gleich ein Dokument hinzufügen. Jetzt muss ich selber einmal erstmal gucken. Also ich habe hier unten links die Möglichkeit, nämlich einzuchecken. Das heißt, wenn ich in einem Restaurant sitze und so weiter und ich meine persönlichen Daten, also man muss ja sozusagen zum größten Teil noch seine persönlichen Daten dort hinterlassen. Das kann ich mittlerweile auch digital machen, nämlich indem ich hier einchecke. Und dann kann man halt sagen, selbst einchecken. Da hat man sozusagen hier den QR-Code. Und dann heißt es einfach nur über den QR-Code das Handy drüber legen. Und dann kommt im Endeffekt nichts anderes als von wegen, Sie sind eingecheckt. Und nur dann darauf achten, wenn man dann das Restaurant oder ich sag mal den Laden dann wieder verlässt, dass man dann sagt, auschecken. Das kommt dann auch automatisch nach einer Viertelstunde, wirst du da nochmal dran erinnert über die App. Mensch, du bist noch eingecheckt. Also
Komm doch sozusagen und check dich mal wieder aus, wenn du dann nicht mehr den Laden besuchst, damit du das dann auch nicht vergisst. Auf jeden Fall eine super Sache. Genau, dasselbe ist natürlich in der Corona-Warn-App. Die braucht man heutzutage auch. Da haben sie es ja auch schon gemacht mit den Einchecken etc. Ist im Endeffekt genau dasselbe Spiel, was dort hinterlegt ist. Das heißt, da müssen wir jetzt auch nicht QR-Code scannen. Aber das ist gut. Es gibt Länder, die nutzen die Luca-App. Die finden wir persönlich besser, müssen wir sagen. Ja. Es gibt aber auch welche, die nutzen dieses. Ganz eins vereinzelt gibt es leider immer noch welche Zettel und Stift. Das finde ich, das sollte man dann langsam abschaffen, weil es gibt genug Möglichkeiten, das per App zu machen. Genau. So, die Corona-Warn-App, die kann natürlich auch noch dein gültiges Impfzertifikat, wenn du das denn schon hast, verwalten. Ich empfehle allerdings da noch eine ganz andere App, ehrlich gesagt, und zwar ist das die Covpass. Genau. Die soll auch EU-weit gültig sein und von daher macht das auch Sinn, diese dann zu nutzen. Das Impfzertifikat kann man ja leider nur einmal dort hinterlegen, also sollte man sich auch vorher überlegen, welche App man dafür benutzt oder halt mit den Zetteln rumlaufen. Das sind wirklich Apps, die braucht man. Also einmal darf ich das, damit ich überhaupt weiß, was darf ich. Und dann natürlich die Corona-Warn-App oder Luca, um sich entsprechend zu registrieren. Das macht das alles viel, viel einfacher. Genau, und natürlich das Impfzertifikat, wenn ihr es habt, dann habt ihr es natürlich auch sehr relativ einfach, denn da braucht ihr natürlich weniger Tests. Genau, in Wien mussten wir nämlich unseren Impfausweis dabei haben. Das hat auch funktioniert, aber wie gesagt, was die digital geht, ist natürlich schön. Dann zwei Apps, die natürlich in Deutschland immer benötigt werden, ist die App Park4Night. Es gibt viele Campingplätze, die sind voll am vollesten. Da bist du froh, wenn du eine App noch hast, wo du Wohnmobilstellplätze hast. Genau. Gleiches Spiel wie natürlich Promobil. Das heißt, das sind eigentlich die beiden Apps, die man braucht fürs Campingverhalten. Stefan zeigt euch gerade mal die Park4Night App, wie einfach das funktioniert. Genau, ich kann einfach sozusagen den Platz auswählen, um den ich herum bin zum Beispiel. Hier in diesem Fall ist es sogar ein Wohnmobilistenplatz, auch wenn er dort hier nicht richtig als Wohnmobilistenplatz eingezeichnet ist. Aber es ist halt Es ist ein Parkplatz für Wohnmobil. Genau, aber es ist halt, wie gesagt, mit dem Wohnmobilistenzeichen versehen. Ansonsten dann halt rundum kann man halt auch sehen, was habe ich denn da eigentlich für Möglichkeiten und so weiter. Hier zum Beispiel haben wir auch natürlich die Möglichkeiten, Bilder uns anzuschauen und natürlich den Text. Dort in der Mitte, wie viel kostet das Ganze, ist auch noch ganz wichtig. Und natürlich Bewertungen. Empfehle ich auch immer zu lesen, weil manchmal ist es auch möglich, dass dieser Platz nicht mehr die aktuellen Kriterien erfüllt, die jetzt halt unter der Beschreibung dieses Platzes dann hinterlegt sind. Beziehungsweise, wie lautstark ist es denn wirklich? Weil wir sind ab und zu auf Parkplätzen, daneben ist ein anderer Parkplatz, treffen sich am Wochenende Jugendlichen. Dann ist das gut zu wissen, wenn man weiß, dass man sagen kann, das könnte lauter werden oder halt, da kannst du mit Party machen. Genau. Ist halt wichtig. Genau. Und dann haben wir natürlich Stellplatzradar von Promobil, die App. Die ist, muss man einmal akzeptieren. Also ich bin jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr da drin gewesen, deswegen muss ich jetzt hier einmal kurz alles hier zustimmen, bla bla. Das wäre bei mir einfacher gewesen, weil ich nutze sie doch regelmäßiger. Ja, gut. Aber das liegt auch daran, ich bin ja der Navigator. Das heißt, ich suche in der Zeit die Plätze aus, wo er dann fährt. Ist genau. Einfach von der Logik her. Deshalb wundert euch jetzt nicht, dass das vielleicht ein bisschen länger dauert. So, jetzt haben wir die 100% einfach mal bequatscht. Genau, so. Also, hoppala, was wollt ihr denn jetzt? Er wollte jetzt die Plätze aktualisieren. Ach so. Das war eine dumme Idee. Ja. Das heißt, wir machen jetzt einen kleinen Cut und gleich geht's. So. 300 MB sind runtergeladen an Daten. Genau. Das ist auch immer schön. Das heißt, er aktualisiert das auch auf der Datenbank und du musst es einmal runterladen. Empfehlen wir euch aber vielleicht im WLAN zu sein. Genau, jetzt ist es natürlich über die mobilen Daten gelaufen. Aber egal, genug habe ich, alles ist in Ordnung. Ja, genau, also wir sind jetzt in der App angekommen. Hier sieht man rund um den eigenen Platz, wo man jetzt sich gerade befindet. Also das ist jetzt hier dieser Platz, wo wir gerade stehen, nämlich in Fiedenburg. Und da gibt es halt für 4 Mobile einen gebührenfreien Stellplatz. Muss hier natürlich aufpassen nach einer Parkscheibe, das haben wir hier gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch steht. Ja, ansonsten Koordinaten und so weiter, man kann halt auch direkt daraus navigieren, logischerweise. Ja, Informationen nochmal, einmal unten, das ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. So, WLAN gibt es hier natürlich nicht, also es ist ja halt auch kostenlos, Wasser gibt es nicht und so weiter. Wenn es das geben würde, würde jetzt hier ein Haken erscheinen und preislich würde dann halt auch was da stehen, die Duschen und so weiter, Sanitäranlagen, ja. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, was es hier in der Nähe scheinbar gibt, ist ein Freibad, ein Museum, ein Segeln, ein
wo du segeln und surfen kannst. Genau, keine Ahnung, wahrscheinlich auf einem See hier irgendwo in der Nähe. Ja, hier gibt es einen See. Genau, und natürlich auch Wanderwege. Ja. Also coole App, auch da empfehlen wir euch, da gibt es natürlich Bewertungen, die euch auf jeden Fall durchlesen. Dann habt ihr immer gute Informationen, was andere erlebt haben, gerade was Aktualität angeht, denkt an genau. Corona-Zeiten. Also wir hatten einen harten Lockdown, da ging es ja einfach, es geht doch nicht, ob der Stellplatz offen ist, aber geht die Fähr- und Entsorgung, das genau. hat uns sehr viel interessiert. Das bekommt ihr solche Informationen dann darüber ohne Probleme. Ja, und was sonst natürlich noch wichtig ist, wir richten uns ja gerne mal nach dem Wetter, also das heißt verschiedene Wetter-Apps, die wir haben, kann ich euch auch nochmal zeigen. Natürlich, ich als Pollen Allergiker habt natürlich auch nochmal den Pollenflug hier von, ich glaube, das ist von Hexal. Also das ist auf jeden Fall auch empfehlenswert für die Leute, die es ein bisschen... Hätte ja mal im letzten Urlaub öfter gucken sollen. Ja, naja, gut. Aber ich sag mal so, man muss sich halt danach richten. Aber man kann zumindest schon mal eine Vorhersage daraus treffen. Mal ganz gut. Genau. Wir gehen jetzt nicht die einzelnen Wetter-Apps, denn darum ging es jetzt für uns. Es gibt Wetter.com, Wetter Online, das Wetter von Apple, das Wetter von Google, genau. Wetter Pro, Wetter Lite und so weiter und so fort. Wichtig ist einfach nur, guckt in die Wetter-App. Wir finden es super. Wir haben immer mehrere, weil... Es ist nicht so ganz klar immer, welche man nehmen kann. Mal ist die Wetter Online gut, mal ist die gut, mal ist die gut. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, das wissen wir. Genau. Aber es ist doch schon mal zu wissen, das hat uns in unserem letzten großen Sommerurlaub viel gebracht, weil wir haben einfach geguckt, wie ist das Wetter in Wien? Bombe, also ab nach geht's. Wien. Genau. Das hat jetzt mit Deutschland nichts zu tun, aber... die Wetter-Apps sind ja auch im Ausland. Eine kleine Wetter-App, wenn ihr merkt, irgendwie ist es überall wirklich blödes Wetter. Aber ihr wollt mal irgendwie eine halbe Stunde wenigstens raus. Dann empfehle ich euch auf jeden Fall die Wetter-Online-App, denn die hat ein Regenradar drin. So, dieses Regenradar kann man einfach draufklicken. Das mache ich jetzt einfach mal hier. Natürlich ist das mit Werbung. Man kann sich die auch kostenlos dann sozusagen kaufen. Nicht kostenlos, sondern man kann sich die natürlich dann auch kaufen. So heißt es. Und hier kann ich halt sehen, wenn ich auf Play gehe, wie sieht denn das Wetter in den nächsten Zeit noch aus? Habe ich noch die Möglichkeit, trockenes Fußes noch eine Runde zu drehen oder halt nicht? Und das ist auf jeden Fall Gold wert. Auch den morgigen Tag sieht man das so. Genau. Und das passt relativ gut. Sehr gut würden wir nicht sagen, aber es passt gut, um zu wissen, geht das. Das hatten wir jetzt auch in der Schweiz gehabt. Wie gesagt, das sind so die Apps für Deutschland. Ganz wichtig, vorneweg, darf ich das? Die App empfehlen wir euch ganz vom Herzen, weil dort steht alles beschrieben, das ist was wichtig, man so darf, was man nicht darf. Wichtig, MNB heißt Mund-Nasen-Bedeckung. Das musste ich auch erstmal rausfinden. Ja. Und wie gesagt, die Luca-App, die Corona-Warn-App, um sich entsprechend registrieren zu können. Wir freuen uns über jede Restaurant, über jede Institution, die das anbietet. Genau. Es ist einfach und schnell einfach, ne? Ja. Und um gute Plätze zu finden, Park von der ProMobil-App. Und wichtig, wie ist das Wetter? Das sind die wichtigsten Apps, glaube ich, für euren Deutschlandurlaub 2021. Und da sagen wir auch, schönen Urlaub. Genau. Immer gutes Wetter. Natürlich nicht anstecken. Also das heißt, genießt unsere immer Heimat, gesund bleiben. Genießt unser Heimatländer. Ja. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.